In diesen Tagen beginnen wieder tausende Jugendliche ihre Berufsausbildung im Handwerk. Doch wie sieht eigentlich so ein Tag im Handwerk aus und welche Anforderungen werden an Lehrlinge in Handwerksberufen gestellt? HWK-TV begleitet einen Lehrling und Gesellen bei der Arbeit und geht diesen Fragen auf den Grund. Sascha Nachtsheim ist Schreinergeselle bei der Schreinerei Müller in Mülheim-Kärlich. In der Werkstatt angekommen, geht es für ihn direkt an die Arbeit. Die Aufträge für den Tag wurden vorher unter den Mitarbeitern verteilt. Für Sascha Nachtsheim steht heute zunächst die Anfertigung einer Ladeneinrichtung auf dem Programm. Das bedeutet vor allem auch die Arbeit an schweren Maschinen. Hier kommen Multibohrer, Kreissäge und andere Gerätschaften zum Einsatz. Sascha erzählt, wie es zum Berufswunsch kam. Ja, das hat in der Schule schon angefangen, immer also in Werken. Das hat schon immer Spaß gemacht und dann ging es halt weiter. Irgendwann haben wir ein Schulpraktikum gemacht. Da bin ich schon beim Schreiner gewesen. Das hat mir auch sehr gut gefallen und dann ist es auch eigentlich so gekommen, dass ich gesagt habe, das macht mir Spaß und dann will ich lernen. Der Tischlerberuf, der ist sehr abwechslungsreich. Man kriegt immer wieder neue Aufgaben, Herausforderungen. Man lernt täglich was Neues dazu, selbst wenn es die gleiche Arbeit ist. Keine Situation ist wie die andere. Und so fertigt Sascha neben Ladeneinrichtungen auch Wohnmöbel nach Maß an, baut Schränke und Tische und verhilft so manchem kaputten Möbelstück zu neuem Glanz. Bei allen Arbeitsschritten im Schreinerberuf ist wie hier beim Kantenanleimen Vorsicht geboten, werden die Kanten doch auf rund 180 Grad erhitzt. Neben der Arbeit in der Werkstatt steht aber auch die Arbeit beim Kunden vor Ort im Mittelpunkt. Wie hier, wo Sascha Nachtsheim gemeinsam mit Lehrling Daniel Langsdorf alte gegen neue Fenster austauscht. Daniel ist einer von insgesamt 4 Lehrlingen im Schreinerhandwerk, die Schreinerei Müller ausbildet. Die Ausbildung zum Schreiner dauert übrigens 3 Jahre. Doch wie ist die Ausbildung eigentlich aufgebaut und worauf kommt es an? Daniel Langsdorf erzählt. Es geht ja um die 3 Hauptfächer, vor allem Mathematik, Fachzeichnen und Fachkunde. Bei Fachzeichnen sollte man halt von Anfang an vielleicht ein bisschen räumlich Vorstellungsvermögen schon mitbringen, aber das entwickelt sich ja dann auch noch. Und ansonsten bei Mathe vielleicht nicht ganz so schlecht sein. Und alles in Fachkunde ist dann halt nochmal in der Theorie durchgenommen, was wir in der Praxis so an Schreinerarbeiten machen würden, wie verschiedene Möbel aufgebaut sind, welche verschiedenen Stile bei Möbeln halt gibt oder welche Arten von Innenausbau und was man halt dabei beachten muss. Da wird in der Theorie halt alles nochmal durchgenommen, um abzudecken, was vielleicht nicht jeder in seinem Betrieb so lernt in der Praxis. Um Ergänzungen zur Praxis geht es auch hier. Im Bauzentrum der Handwerkskammer Koblenz kommen Lehrlinge verschiedener Betriebe zusammen, um in einwöchigen Lehrgängen ihr Können zu vertiefen. Hier lernen sie unter Anleitung der Ausbildungsmeister das intensiv, wofür im Betrieb manchmal nur wenig Zeit bleibt. Ausbildungsmeister Matthias Altmaier geht ins Detail. Im Moment läuft ein Maschinenkurs. Das ist ein Maschinenkurs, der quasi um die Projektarbeit geht. Und die Lehrlinge sind im dritten Lehrjahr, Anfang drittes Lehrjahr. Die Aufgabe ist hier, ein Küchenregal herzustellen mit einem Tablett, mit 3 Schubkästen. Da sind verschiedene Verbindungen dran. Und das sind Verbindungen, die auch später auch an ihrem Gesellenstück natürlich auch drankommen. Und da können sie das Ganze mal üben und testen, wie sie das maschinell herstellen. Und auf die Arbeitsergebnisse und ihre Leistungen können die angehenden Schreinergesellen stolz sein. Für alle Jugendlichen, die auch einmal Meisterliches leisten möchten, gibt es aktuell noch freie Ausbildungsplätze im Handwerk. Informationen dazu geben die Ausbildungsberater der Handwerkskammer Koblenz oder die Lehrstellenbörse im Internet unter hwk-koblenz.de Rubrik Lehrstellenbörse.